Herzlich willkommen zur Pokémon Heart Gold Soul Silver Soul Link. So, in diesem Part geht es zur Arena, ne? Ich will nicht mehr. Hilf mir. Ich speichere auch schnell vorher. Ich speichere einfach nochmal. Ach, du hast, ja nie, ne? Du hast den Wasserfall schon abgeschaltet, ich hab, ne? Ich habe ja schon alles abgeknipst. Ja, muss der hat keinen Strom mehr. Oh Gott. Okay, ja, mein Plan ist wahrscheinlich mit Staravia zu leaden, mit Rohr rauszukriegen und zur Not halt in den Pokémon zu wechseln, was das abfangen kann. Ich hasse mein Leben. Und wieso? Ich bin den falschen Weg hochgelaufen. Du Trottel. So. Ah, Willi, du musst meine Wall sein. Sei meine Wall. Hä, wo ist er jetzt sauer? Ich dachte, er geht in Rage-Mode hier. Nee, aber wenn wir ihn ansprechen, glaube ich, das ist sauer. Willst du Hartwig sprechen oder soll ich ihn sprechen? Mach du mal, ich glaube, das wäre lustiger. Nee, ich will nicht. Na gut, dann mache ich das. Ich spreche den schon mal an. Zu dir passen eher so die Rage-Mode. Nein! Doch. Ja, und zu dir hier die ganzen pädophilen alten Säcke. Ja. Geh mal hier in Rage-Mode. Warte, was, sprichst du mit dem schon? Ja. Okay. Soll man bitte nicht in Druck dieser Wassermasse. Die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf meine Haut niederregen sind. Dieser unbeschreiblich. Moment mal. Merkt er jetzt erst so ein richtiges Fleckmon, ey. Du kannst doch nicht einfach den Wasserfall stoppen und mich bei meinem Training stören. Ich will doch nicht irgendwie, aber ich bin wirklich ein harter Brocken. 7 Tage die Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stelle mich. Was sagst du da? Das macht meine Pokémon auch nicht stärker. Da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Ich habe mein Bestes gegeben. Bei mir Arena-Leiter Wayne. Okay. Oh Gott, ich will nicht mehr. Anton. Level 29, nicht schlecht. Nein. Oh. Na gut, ich glaube, den kann ich noch relativ gut abfangen, aber bei mir hat er Aerodactyl. Gut, Level 29 geht ja noch, oder? Nee. Creeper, hilf mir. Bei mir hat er einfach ein 29er Aerodactyl, Antikraft. Na, bloß gut, er greift speziell an. Das sollte eigentlich Creeper relativ gut wegstecken. Joa. Gott, ich spreche jetzt meinen Wunschtraum aus. Oh, warte mal kurz. Ich darf es nicht aussprechen, weil dann passiert es. Mann, warum habe ich Chris eigentlich keinen Ruheort beigebracht? Sag mal, das kann doch nicht sein. Ich habe mich gerade dreimal hintereinander selbst gehauen, weil mich das Enton mit Konfusion verwirrt hat. Oh wow. Ich darf das nicht aussprechen, sonst passiert es wirklich noch, Daniel. Ich sag dir gleich, worum es geht. Okay. Oh, bitte nicht. Crit, okay. Oh, danke, das ist nicht passiert. Er benutzt nämlich Antikraft und diese 10%, ne? Die hätten ja unter anderem mal eintreffen können. Ja. Das ist gut, das ist nicht passiert. Aber er hat noch, bevor er sein Ableben getan hat, hat er noch Creeper gecrittet. Oh, bloß gut, er hat einen Yugong. Danke. Das kann ich gut übernehmen. Und jetzt Eier des Kälte. Oh, das war natürlich wirklich scheiße. Aber ich habe ja sonst keine andere Möglichkeit, als auf Leis zu gehen. Schade, jetzt habe ich das Münzamulett von Leis weggenommen und ich dachte, irgendwie hier Knacker könnte zum Einsatz kommen. Ich sag dir, dieses Enton ist der wahre Boss. Okay. Es hat erstmal mit Konfusion direkt verwirrt, hat dann hat das Magneton sich dreimal selbst verletzt. Und jetzt trifft er mit Kratzfurie verdammte 5-mal. Ja, läuft auf jeden Fall. Und ist auch noch schneller als Weimar.
Alter! Was? Und verwirrt schon wieder! Holy shit, das Jugong ist stark! Das hat gerade mit einem Crit-Wasserdüse mir fast die Hälfte abgezogen. Also bei Lice. Also das Enton macht ja gerade Probleme? Ja, weil ich es einfach... Der Donnerschock hat nicht ausgereicht, dann setzt er genau in derselben Runde ein. Das heißt, Donnerschock kann ich nicht mehr einsetzen. Ich setz Ultraschall ein. Und er setzt halt genau in dem Moment davor Hypertrank ein. Das heißt, er ist wieder vollgeheilt und ich kann nichts mehr machen. Ich gehe raus in totes Meer. Er setzt Konfusion ein. Er setzt erstmal Kratzfolie ein. Trifft fünfmal, setzt Konfusion ein. Verwirrt mich, ich hau mich selbst. Wow. Ja, GG. Also ich bin gleich mit dem Yugong fertig. Alter. Ich habe gerade einen gewagten Move gemacht. Eigentlich wollte ich nur gucken, was Sharknado so alles noch kann. Und ich habe auf Sharknado gewechselt und er hat Yugong draußen, aber er hat Erholung geklickt. Von daher alles tutti frutti. So, nochmal eine Samenbombe. Ich hab's geschafft. Boah, danke schön, Spiel. Yugong. Er trifft schon wieder fünfmal! Was ist das für ein Enton? Alter, ohne Scheiß, das ist einfach die Killerente. Ich hab Leiter Hartwig besiegt. Okay. Nicht mehr verwirrt. Strauchler. 7500 die. Meter. Stirb einfach. Nein! Es war ein Crit und er überlebt mit einem KP. Aussetzer, also, okay. Du hast Spaß, so wie es aus. Auf Strauchler. Milchgetränk. Das böse Enton. Surfer. Wie, du verwirrst mich. Okay, hat mich nicht verwirrt. Benutzt doch einen Und Kopfhand es ist weg. So. Alter. So, und was ist bei dir das Level 31 Pokémon? Also übrigens Level 31, das stärkste Pokémon von ihm. Ein X-Bud. Da gehe ich mal in Mewtwo. Ich sollte ja schneller sein, oder? Naja, ihr seid von der Base gleich schnell. Aber er sollte dich nicht one-hitten. Jetzt kommt Kehrtwende. Gibt's ja noch nicht, oder? War ja erst so ein fünfte Gen. Nee, Kehrtwende gab's schon, aber es würde nicht ausreichen. So stark ist X-Bud nur nicht. Konfusstrahl. Alter, die wollen dich echt. Die wollen dich echt verarschen. War ja übrigens schneller. Verwirrt. Ja, ist schneller. Konfusion, okay. Das Spiel wird echt. Das ist nur verarschen. Level 31, nicht 32. Das geht ja noch. Oh, ein Level Unterschied. Okay, Citrobeere triggert. Von mir aus. Jetzt bin ich mal neugierig, wie viel hat ein Konfusion Schaden gemacht? Er hat bis. Oh. Schreck zurück. Oh, wow. Komm. Wie viel hat bis Schaden gemacht? Circa 40%. Oh, dann würde ich lieber auswechseln. Ja. Aber auf was? Totes Meer vielleicht? Ja, Chris ist angeschlagen. Ja, aber du solltest eigentlich mit Chris fast sogar safe sein. Ja, aber ich habe nur noch 30 HP. Ja, aber du kannst doch wechseln und dann heilen. Ja, mach ich mal. Geh auf Totes Meer, das sollte alles eigentlich wegstecken können. Auf Totes Meer gehst du? Ja. Okay. Erstmal nur zum... Okay, Flügelschlag. Gut, das hätte ich mit Chris jetzt auch ausgehalten. Ja, deswegen. Ein weiterer Flügelschlag würde auf Totes Meer ausreichen. Was? Dann geh lieber auf Chris. Da überlebst du es. Ja. Denke ich. Ich sollte eigentlich... Es sei denn, es ist ein Biscrit oder so. Ja, aber ich denke nicht, dass er jetzt bei Totes Meer auf Biss geht oder so. Okay, er geht auf Windschnitt, das ist ja noch schlechter. Hätte Totes Meer wahrscheinlich nicht mal getötet, weil... ist ja speziell, ne? Ja. Okay, das wäre jetzt mein zweiter Hypertrank in dem Kampf. Schön mitzählen. Wobei, es sollte auch der letzte sein. Jetzt sollte nichts mehr passieren. Es sei denn, jetzt kommt irgendwie so ein Erdbeben. HP Ground. Du, Konfusstrahl. Stimmt, Konfusstrahl, ja. Und was kommt? Konfusstrahl oder wie? Nee, Windschnitt.
Oh Gott. Und Donnerschock. Wow. Das könnte sein, dass er nochmal einen Trank einsetzen kann. Bei mir hat er keinen Trank eingesetzt. Wobei, bei mir hat er schon einen Trank bei Anton eingesetzt. Vielleicht hat er nur einen. Okay, Konfusstrahl kam und es trifft sich natürlich selbst. GG, würde ich sagen, ne? Und Biss. Will er mich jetzt echt hier auch noch flinchen? Ist nicht mehr verwirrt, Donnerschock. Gott sei Dank. Bitte reich aus. Okay. Volltreffer. Das regelt, sag ich ja. Aber ordentlich Kohle hier. Ja, stimmt schon. Kann ich reden? Ja. Wie konnte das bloß passieren? Du hast gewonnen. Aber, na gut. Damit hast du den Faustorden verdient. Bitte eine gute TM für mich. Der Faustorden erlaubt es dir, mit Hilfe der Attacke Fliegen an Orte zu düsen, die du bereits besucht hast. Und wo ich schon immer mal dabei bin, kann ich dir auch eigentlich das hier gleich geben. TM1. Nice. In der TM 1 findest du Attacke Power Punch. Na, hoffentlich nicht. Nimm dein Pokémon Schaden, bevor die Attacke angreifen konnte. Verlierst du damit die Chance auf deinen Angriff. Gegen ist ihm aber ein Treffer zu landen, erzeugt dieser Attacke. Ja, unglaubliche Kraft in ihm. So, schauen wir gleich mal, was für eine TM das ist. Ja, und zwar bei mir ist es Volt-Tackle. Wie geil, Volt-Tackle. Und du sagst noch, du bekommst keine guten TMs. Sharknado kann es. Ich hab Spinnennetz bekommen. Tja, ne? Die Rache für Frau Frosch, würde ich sagen. Wobei, Spinnennetz ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn jetzt zum Beispiel ein Entei vor mir steht, ne? Das Oder kannst du mich trotzdem noch wegbrüllen? Ich glaube, ja. Das kann es. Ich bin jetzt rausgegangen und da ist so eine Frau. Willst du die sprechen? Soll ich die sprechen? Moment. Volt-Tackle behalte ich mir aber erstmal. Speicher erstmal noch. Volt-Tackle ist halt richtig krass. Wie viel Base-Stärke hat das? 120. Aber es ist halt, naja, Hälfte Schaden, ne? Also Eigenschaden. Da muss man halt aufpassen mit solchen Attacken. Ja. In so einer Challenge. Staravia könnte ich das eigentlich geben. Ist eh Kamikaze. Oder Kamikaze erlernt Volt-Tackle. Wäre doch auch was. Mit achtlos oder so. Ja, hab's ja nicht. Adrenalin. Achso, ja. Ja, was? Ey, egal. Willst du die Frau sprechen? Soll ich die sprechen? Sprich du mal. Ich bin heute irgendwie Vorlesefrau. An Moonia City. Gut, dann will ich mal diese Frau ihm schenken. Ach, fliegen. Ja, nice. Dann machen wir jetzt in den nächsten Part erstmal ein bisschen Backtracking. Oder wollen wir noch in dem Part was machen? Mal gucken. Ich muss erstmal schauen, welches Pokémon von mir Flieger lernen kann. Wenn du in deinem Pokémon die Attacke Fliegen beibringst, kannst du sofort an jede beliebige Stelle düsen, die du bisher besucht hast. Ja, ich guck mal. Ich habe immer noch Lake bei mir. Vielleicht kannst du Staravia, das wäre eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ja, kannst sogar. Mach ich's gleich mal, weil da bekomme ich Step drauf. Alter, Infektion kann fliegen. Dann kann ich eigentlich... Chris kann fliegen. Ja, läuft doch, oder? H. Krause kann fliegen und Tentaculo kann fliegen. Tentaculo, wobei, würde sich eine Flugattacke auf, wie heißt es? Hier. Magma? Nee. Knackhack lohnen? Was sagst du? Weil Knackhack hat bei... Schlecht ist glaube ich nicht, ne? Denke, ich werde es echt mal Knackhack beibringen. Weil Knackhack hat bei mir... Achso. Nee. Knackhack hat bei mir halt komische Attacken. Patronenhieb, Drachenwut, Sandgrab und Samenbomben. Ich will den Tag eigentlich nicht. Ach nee, warte. Knackhack kann es gar nicht. Creeper kann fliegen. Ich glaube, ich bringe Fliegen tatsächlich mal Harp und Krause bei, weil das hat so ziemlich den besten Angriff noch und hat noch keine VM von mir bekommen. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann kommt mal Rauchwolke weg. Ich,
Ich überlege, ob ich Creeper, wie gesagt, Fliegen beibringe. Eigentlich wäre es ganz cool. Aber ich glaube, ich werde... Nee, Flügelschlag vergessen. Fliegen ist da doch ganz gut. Macht viel Schaden. Habe ich gehört. Ja, komm, dann machen wir jetzt gleich noch ein bisschen Backtracking. Wir können mal nach Azalea City fliegen, weil da gibt's ja diesen Wald, diesen Stein-Eichenwald, Sonntagswald, wie auch immer. Da können wir immer noch einen Pokémon Kopfnuss beibringen. Und dann können wir zur Not in Azalea City gleich noch ein Pokémon bekommen. Ja. Ist uns halt, oder? Nee, Dukatia City haben. Nee, durch Dukatia City haben wir auch noch nichts. Da könnten wir auch Kopfnuss einsetzen. Ach so. Übrigens, wenn wir gleich in Azalea City sind, können wir uns einen Pokéball basteln lassen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich hab Schwerbälle bekommen. Also in Azalea und Dukatia City können wir noch. Okay, ich gucke mal, was es so gibt. Mach mal Aprikoko Pink. Warum nicht? So. Gleich 2. Ich brauche einen ganzen Tag, bis die Aprikokos verarbeitet sind. Okay. Ich werde mal schauen, welches Pokémon von mir Kopfnuss in meinem Team beherrschen kann. Vielleicht kann es ja auch keiner, wisst ihr? Das ist ja das Problem. So, Magma, flieg mal irgendwo hin. Achso, apropos, warte mal, bevor wir irgendwo hingehen, will ich mir Schutz holen. Nationalpark, Steineichenwald, so. Ja, dann, also es war von Azalea City aus in Steineichenwald und von und dort bekommt man dann Kopfnuss, ne? Ja, genau. Holen wir erstmal Schutz oder Topschutz. Oh, können wir uns jetzt holen. Ich hole mir jetzt erstmal hier eine pinke Aprikoko oder ist das eine weiße? Ich sehe es gerade durch das... Ah, weiß, okay. Stimmt, da war ja auch noch ein Aprikoko-Bomb daneben. So, schauen wir mal. Ich bekomme wahrscheinlich auch einen Schwerball. Schwerball also ist halt echt gut. Ja, für schwere Pokémon in dem Fall, ja. Nichts, hier ist auch nichts. Vielleicht irgendwelche versteckten Items? Nope. Okay, Köder, ich bin da schon mal im Stein-Eichenwald, wa? Ne? Hm? Ich glaube, ich mache mir ein paar Köderbälle. Die bringen? Wasser-Pokémon, glaube ich. Oder beim Angeln Pokémon sind. Ach so. Stimmt, das könnte durchaus nützlich sein. Ich habe Pinke gegeben, was bringt denn das? Pink? Oh. Ach, er kann immer nur für eine Sorte arbeiten. Ja, arbeiten. Leider. Gut, ich habe 2 Schwerbälle, nice. Noch ein Turboball. Pink war... Das weiß ich gerade leider nicht auswendig. Ist in Ordnung. Also könnte sein, dass es... Heilball. Dass Pokémon, die halt, oder dass Pokémon hilft halt, besser hier, Freundschaft auszubauen. Oder, nee, das war nur der Luxusball, ne? Ich glaube, ja. Sag mal, wenn du dann hier in den Steineichenwald nach oben dich da durchschneidest, zu Kopfnuss, sag ich mal so, da gibt's leider dann noch so einen kleinen Fluss oder See, da kannst du surfen, da ist auch noch ein Item, ich habe da einen Heilball bekommen, boah. Ah. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part alles, ne? Also, noch Pokémon fangen. Naja, ich guck erstmal kurz noch, welches Pokémon hier bei mir Kopfnuss kann. Ich bin nämlich Kopfnuss. Ja, ja. Also Kopfnuss bringe ich jetzt noch bei, aber danach. Genau, tut mir leid, aber das kann nicht Kopfnuss nähern. Auch nicht. Muss erstmal, wie gesagt, schauen. Ich hab keinen Zerschneider mehr dabei. Dann gehst du von Dukatia City nach so rum. Zerschneider. Ja, ich bringe jetzt einfach jemanden bei. Nee, bei mir kann es kein Pokémon erlernen, leider. Okay. Dann hat sich das auch schon gegessen. Fliegen wir zurück zu, noch zu... Oh, hier nicht einsetzbar. Warum kann ich im Wald nicht fliegen? Fliegen wir noch zurück zu Oliviana City, zu Jasmin. Dann können wir da nämlich im nächsten Part weitermachen. Mhm. Aber ich schaue erstmal, ob von mir irgendjemand das erlernen kann. Und ich denke, es wäre jetzt nicht schlimm, wenn man zur Not einfach mal sagt, dass man halt ein Pokémon einfach so kurz mal ins Team nimmt für Kopfnuss, oder? Also wenn es irgendeiner aus unserem Team erlernen könnte.
Oder was so gesehen du? Ist es ja eine stationäre Attacke. Eigentlich kann es, also wenn es bei uns, glaube ich, im Team Ena nicht kann, dann könnte es ja die, also wirklich nicht in dem Fall, glaube ich. Wie? Na, die Pokémon müssen ja direkt schon Kopfnuss wirklich können in dem Fall. Das ist ja, glaube ich, nicht gerandomized, ob die das können oder nicht. Ja, aber schau doch mal in deiner Box nach. Ach so, das meinst du? Das meinst du mit im Team? Ja, ja. Dass wir einfach jetzt offscreen dann kurz mal in der Box gucken, ob da irgendjemand kopflos kann. Ja, gut. Könnte man machen. Müssen wir mal schauen. So, ich bin wie gesagt in Oliviana City. Ich warte dann einfach hier, wie gesagt. Ja, es wäre sowieso besser gewesen, von oben daran zu gehen, ne? Lucatia City, meinst du? Ja. Ja. Jetzt können wir wenigstens fliegen und zur Not können wir uns dann immer noch ein paar coole Bälle holen. Von dem alten Sack mit seiner Fleckmann-Route, der in den Brunnen gestürzt ist. Und aus komischen Aprikorken Bälle herstellt. Ist das der Typ für Kopfnuss oder was? Das, nee, der möchte ein Foto. Hä, wo war denn der Typ? Ganz rechts irgendwo. Du musst da, der hat da so ein. So einen kleinen Bergpass, sag ich mal so, also wo du runterspringen musst dann, wenn du bei dem bist. Der hat so ein pinkes Hemd, glaube ich, an oder so. Wenn ich mich nicht irre. War ich hier eigentlich schon mal drin? Ich geh mal hier rein. Oh, die sind Matrosen. Und ich denke, für den nächsten Part werden wir auch ein bisschen trainieren. Weil Jasmin hat ein bisschen was auf dem Kasten. Ach, der Typ, okay. Mal sehen, was hat ein Stachelbeer für mich? Nichts. Hier oben noch was? No. Geht denn hier? Ach. Ryuzu kannst du auch das nicht lernen. Das war jetzt meine Hoffnung. H. Krause kannst du auch nicht lernen. Und du, das mehr kannst du auch nicht lernen, okay. Ja, schade. Also alle nicht bei dir, ne? Ja. Dann müssen wir mal schauen, welches Pokémon das bei uns erlernen kann. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie wir da genau das machen. Aber ich denke, das wäre jetzt nicht schlimm, wenn wir das mal machen, um halt uns in dem Fall die wilden Pokémon zu ergattern, wo wir noch keine haben. Genau. Müssen wir mal schauen, wie wir es handeln. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Wenn es gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und ja, bis dann und ciao, Leute. Haut rein.